Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück zu This War of Mine. Ich bin's, der Onkel Bogi. Und wir sind leider mitten in der Folge, weil ich vergessen hatte, hier nach dem nächsten Morgen abzubrechen. Und wir haben Glück, dass wir hier ein Marco, ey, wie passend. Ich heiße auch Marco. Also ich heiße wirklich Marco, aber ich schreibe mich mit C. Störe ich. Schon lustig, wie sich das Leben entwickelt. Ich bin ein Feuerwehrmann. Mein ganzes Leben lang habe ich Menschen das Leben gerettet. Und jetzt muss ich gerettet werden. Meine Familie ist aus Land geflüchtet. Ich wollte zu ihnen gehen. Aber da die Stadt umzingelt wurde, ging das nicht. Kann ich bei euch bleiben. Ihr wisst nicht, wie dankbar ich bin. Cool. Also pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Erstmal hier, du kümmerst dich bitte um deine Tochter. Marco ist leicht krank, das heißt, was kann Marco machen? Kann der mal hingehen, hier die Tür aufbrechen? Aber cool, dass wir jetzt einen neuen Bewohner haben, oder? Wie findet ihr das denn? So, jetzt ist sie verarztet, aber sie fällt trotzdem am Boden zerstört. Red mit ihr. Hä? Der reißt die Tür ein, ist von der Rückseite dran. Wie ist denn der da reingekommen jetzt? Ja, von hier oben. Hoffentlich finden wir gute Sachen. Ja, okay, Medikamente und sowas kann man durchaus gebrauchen. Und hier hatten wir nichts mehr zu durchsuchen gehabt. Hier oben war alles durchsucht jetzt, oder? So, Marco, du bist zwar leicht krank, aber du wirst jetzt für uns mal hingehen. Und zwar kochst du jetzt bitte mal was. Wir daten mal unseren Herd ab, wenn es geht. Mal gucken, was das kostet. Verbesserung zum Ofen. Wir brauchen wieder an Zahnrädern mangels. Ach, wir haben doch auch die Falle hier unten jetzt. Genau, die muss fertiggestellt werden. Und der arme Marco hier, das... Schon wieder. Der arme Marco ist hier neu dazugekommen. Aber der ist voller Elan, rennt er hier rum. Und... Wie ich gerade, lass uns spielen. Die will bestimmt nicht, ja? Ich will nicht spielen. Ich will, dass die Soldaten aufhören zu kämpfen. Okay, jetzt haben wir hier unten eine Mausefalle. Okay, und die bringt uns jetzt automatisch Essen, glaube ich. Mit leicht krank, das heißt, er müsste dann irgendein Medikament nehmen, oder? Hier diese Tabletten. Weil die will wieder mit ihm reden. Die will jetzt nur noch reden die ganze Zeit. Aber gut verständlich, ja. Was machen die Medikamente, die hier... Mal gucken, ob das dann hier irgendwie, weil eine leichte Erkältung kann halt schnell auch zu einer richtigen werden, glaube ich. Auf Medikamenten. Oh, auf Medikamenten, das klingt auch halt. Sie sollten es zur Not tun. So, was kann er denn hier verbessern? Fortschrittliche Werkstätte braucht auch wieder. Wir brauchen Zahnräder. Es hilft alles nicht. Wir brauchen Zahnräder. Kann er sonst uns etwas bauen? Einen Ofen brauchen wir momentan nicht. Aber er kann erstmal hier. Was muss er denn machen, um die Tür so sicher zu kriegen? Mit Brettern vernageln können. Löcher, du hast eins. Löcher, Fenster, Gebäude mit Brettern zu nageln, um besser vor Plünderern geschützt zu werden. Okay, mach. Ah, der ist gut, oder? Der Marco, der ist ein geschickter Plünderer auch. Was hat der denn für eine Bio ansonsten? Was sagen wir früher? Okay, was? Marco, geschickter Plünderer. Ich dachte, ich sei bereits durch die Hölle gegangen. Ich bin ein Feuerwehrmann. Öfter als mir lieb ist, bin ich durch brennende Häuser gegangen, um Leben zu retten. Doch damals hatte ich neben mir Leute, die sich gegen den gemeinsamen Feind das Feuer verschworen hatten. Heutzutage kann ich deinen früheren Nachbar umbringen, weil deine Großeltern eine andere Sprache als seine sprechen. Das ist die wahre Hölle auf Erden. Aber ich glaube, wenn er geschickter Plünderer, sehen wir auch, was er sonst noch so kann. Ziehen, um mehr zu sehen. Was heißt das? Wo soll ich was ziehen? Wo geht denn der jetzt gerade hin? Ach. Cool, der macht die Hintertür zu, oder was? Das wäre schon mal echt wichtig. Wenn die zu ist, da kommen wahrscheinlich die Plünderer immer rein. So. Was macht er? Ich brauche etwas zu essen. Okay, ja komm, du kochst uns jetzt was. Ah, ist jetzt spannender jetzt, oder? Mit drei Bewohnern. Ist sie immer noch am Boden zerstört? Krass. Wir werden, was wir machen, wir werden den Vater diese Nacht dann hier zu Hause lassen. Zwei Essen herstellen. Wir bleiben mit ihr zu Hause. Wir müssten eigentlich ein zweites Bett bauen auch. Sie ist wohl genährt. Marco ist hungrig auf jeden Fall.
Ja, Quatsch, Marco doch nicht. Christo, ess bitte was. Schlafen braucht er jetzt ehrlich gesagt nicht, weil er wird jetzt hier schlafen gleich. So, wir werden mal schauen, dass wir jetzt ein weiteres... Wir müssen unbedingt einen Wassersammler bauen. Oh, wir können den sogar, Regenwassersammelbecken, den können wir sogar bauen. Eine einfache Früchtung, die das Regenwasser sammelt und filtert, das zum Kochen der, und zur Herstellung von Alkohol benötigt wird. Mehrere davon. Zum Alkohol herstellen? Ich will ganz ehrlich, ich will Trinkwasser haben. So, das Ding muss doch aufs Dach hoch, oder? Wo wollen wir das denn hinstellen? Jetzt haben, pass auf, jetzt haben wir hier die Küche. Das kann... Hier ist das Dach kaputt. Dann pass auf, dann machen wir das doch mal hier. Geht es hier hinstellen? Okay. Machen wir mal. Dann kommt das hier rein. Ist auf der Höhe von der Küche hier neben ganz gut erreichbar. Ist ein krasses Haus eigentlich. Kann man so überlegt. Hier drin warm zu halten. Oh, es wird langsam kühler draußen auch. Aber ich glaube, das wird erst problematisch, wenn da steht, dass der kalt ist. Was macht der Marco? Cool, das ist zu. Komm, Marco, bau uns noch so ein Ding. Okay, es ist Nacht. Oh, was wieder, oh, was für neue Häuser hier dazu kamen. Oh, er hat 15 Plätze, der kann schon ein bisschen mehr tragen. Hafen. Der Binnenhafen war früher die sicherste Art, aus Borgoren zu entkommen, bis die Armee Suchscheinwerfer installierte und anfing, alle Schiffe anzuhalten, welche die Stadt verlassen wollten. Und alle erschoss, die dem Befehl nicht nachkamen. Lebensmittel, Vorsicht ist geboten. Okay, zerstörte Villa. Das ist eine alte Villa in einem reichen Nachbarschaft. Es wird behauptet, dass Deserteure der Armee sich hierhin niedergelassen haben. Sie könnten gefährlich und misstrauisch gegenüber Fremden sein. Doch vermutlich haben sie viele Vorräte gelagert, wie Militärrationen von Konserven. Okay. Hauptplatz. Das Stadtzentrum war einmal so schön. Parks, Plätze, Monumente umringt von alten Gebäuden. Der Krieg hat uns diesem Gebiet seinen Tribut gefordert. Es gibt allerdings einen Marktplatz, wo Leute miteinander handeln. Vielleicht finden wir dort die Sachen, die wir brauchen. Vorausgesetzt, wir können etwas zum Tausch anbieten. Stadtkrankenhaus. Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Jevimov, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs. Okay, ich verstehe schon. Erstmal, er ist müde. Ja, ganz ehrlich, wir können die jetzt nicht auf dem Boden pennen lassen oder sowas, oder? Er kann, er muss Wache stehen, dann kann sie im Bett schlafen. Dann geht er plündern. Er ist ein geschickter Plünderer, das heißt, er wird nicht so leicht entdeckt und sowas, glaube ich. Die Frage ist nur, wo wollen wir denn hingehen? Die Altstadt war auch interessant gewesen, oder? Da waren wir noch nie gewesen. Restaurants, Bars, umliegende Bergen machen sie nun zum gefährlichen Platz, aber wenn wir es riskieren, können wir dort vielleicht einige Vorräte finden. Einige Teile, große Menge Teile, wir brauchen Teile halt und sowas und Menge Materialien. Ich würde sagen, das machen wir, oder? Was mitnehmen? Nee. Die Frage ist auch, was passiert, wenn unser Vater Wache hält in der Nacht? Beziehungsweise, es sieht aus, als ob jemand dieses Haus befestigt hat, aber nun scheint es leer zu stehen. Das hier. Mal schauen. Oh, cool. Was ist das? Schießpulver. Wir werden bald unsere eigenen Patronen herstellen. Ich sehe schon kommen. Schaut mal, je länger er schaut, desto breiter wird das Sichtfenster. Wir können es bestimmt da auch hochziehen außen, oder? Okay, Mäuse. Oh, was ist hier? Eine verstärkte Tür und frische Schuhabdrücke deuten darauf hin, dass einige Leute dieses Gebäude als Zuflucht verwendet haben, bevor es vor einer Granate getroffen wurde. Nee, ganz ehrlich, ist da unten einer? Auch wieder eine Ratte. Okay, geh mal runter erstmal in den Keller. Ein Rollstuhl und so, krass. Muss es von der anderen Seite versuchen, okay. Sollen wir erstmal hochgehen hier die ganzen? Wir gehen erstmal hier die Seite hoch, oder? Wobei, da wird keiner sein. Okay, krass. Nee, du sollst dich da nicht hinsetzen, bist du verrückt? Boah, krass. Hier ist ein Auto drin, da ist ein Auto durch die Wand gekracht. Oh, Pistolenteile und sowas. Alles nehmen. Das war schon gut, aber wir brauchen noch Nahrung halt auch. Krass, hier ist ein Panzer.
Hart. Geil gemacht. Abgeschlossen. Okay. Also, jetzt gehen wir erstmal im Haus nach oben. Wird bestimmt wieder eine Ratte sein, oder? Das ist eine Ratte, oder? Die Tür ist mit Brettern zugenagelt. Hier ist nichts. Das muss eine Ratte sein, die durch den Gitterstab dann durch ist. Wie ganz ehrlich, wir kommen hier nicht durch. Wir kommen unten durch die Türen nicht durch. Boah, krass, was gibt's denn hier alles? Eine Patrone. Müssen wir erstmal hingehen, wir müssen erstmal hier Holz weg. Was gibt's denn noch hier? Wir brauchen Schwarzpulver, Patronenhülsen. Wir haben ganz viel Holz und wir haben ganz viele von den Teilen eigentlich, oder? Was haben wir denn jetzt hier? Wir können ja immer hier vier Stück, dann machen wir so und weil wir immer vier Stück tragen können. Haben wir acht und das andere sind vier, acht, zwölf. Machen wir es mal eher so. Das heißt, hier kommen wir nicht durch. Können wir es hier hochziehen? Auch leider nicht. Okay, das heißt, wir kommen, die Tür ist verriegelt. Die Tür geht nur, oder wie war das gewesen? Also wir müssen uns auf jeden Fall hier den Ort merken. Der Ort bietet einiges, weil wir da halt durchkommen würden. Wir brauchen unbedingt dieses Sägeblatt halt. Das haben wir halt gar nicht. So, und hier kam man ja auch nicht durch, weil die abgeschlossen ist. Und unten im Keller müssen wir von der anderen Seite aus ran. Das heißt, wir können eigentlich schon wieder weg, weil wir hier nichts mehr machen können. Irgendwas blockiert die Tür. Das heißt, wir müssen hier oben durch die Gitter und können dann hier innen drin runter in die restlichen Räume. Also das Haus sollten wir auf jeden Fall nochmal aufsuchen, bin ich der Meinung. So, ja, schade, dass wir ansonsten... Ja, halt keine Lebensmittel und so, aber ich sag mal, schon gute Sachen, um mal Teile für eine Waffe zu bauen. Und vor allem bin ich jetzt gespannt, wenn wir zurückgehen, was da passiert, weil der andere ja Wache gehalten hat, ob dann auch eine zweite Unterbrechung kommen würde, wenn da was passiert wäre. Errungenschaft, Notiz, das Schlimmste vermeiden, das war eigentlich schon ganz gut. Tag 8, jetzt muss er dran denken, auch gleich einen Break an dieser Stelle dann zu machen. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden, was für eine Nacht. So, wann kann ich beenden? Wir wurden ausgeplündert, er hat auch Wache gehalten. Wut, Iskra hatte am Abend Wutanfälle, sie schrie und schlug und trat um Dinge ein. Okay, jemand hat versucht uns auszurauben, es waren nur ein paar Plünderer und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Schade, dass wir keine Waffe hatten. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Ah, okay, ist schon mal gut. Marco war auf der Suche nach Vorräten, hat einiges Interessantes mitgebracht. Ist gerade ein Wutanfall. Sie schrie und schlug hart auf die Dinge ein. Okay, und jetzt machen wir hier an der Stelle einen Break und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also von daher sage ich mal so, vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Lasst ein Like da und wir hören und sehen uns. Bis dann, euer Onkel Boogie.